Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, weiter geht's hier bei uns im letzten Zipfel von Döbling, wo wir in der letzten Folge einen neuen Campus für die Geisteswissenschaften geschaffen haben, gleichzeitig auch ja, ein bisschen was an der Autobahninfrastruktur verändert haben und eigentlich haben wir ihnen nur den Anschluss gegeben und heute stellen wir dieses Projekt fertig und da möchte ich gleich mit etwas ganz Besonderem anfangen, nämlich mit einer U-Bahn-Haltestelle. Normalerweise baue ich ja das immer erst gegen Ende der Folge, aber heute wird sich zuallererst das Ganze mit der U-Bahn beschäftigen und da hätte ich ganz gerne, es gibt ja ein paar ja, Haltestellen und da würde ich ganz gerne versuchen, das ein wenig ja, moderner zu gestalten. Wir haben einige U-Bahn-Stationen, die ja original ins Spiel mit hineingebracht wurden und dementsprechend würde ich mir das gerne ansehen, wie die hier in unseren Bereich reinpassen würden. Ja, das Problem an der Sache ist aber ganz ehrlich, dass ich dazu, da haben wir eh schon was, dass ich dazu ganz gerne so eine, ja, eine Untergrundbahn, unterirdischer großer U-Bahnhof mit zwei Ebenen, unterirdischer Umgehungs-U-Bahnhof, unterirdischer kleiner U-Bahnhof. Schauen wir mal, wie passt uns der hier in die Landschaft? Das Problem wird eher mal das sein, dass wir hier einen passenden Anschluss brauchen. Ich würde ihn aber jetzt einmal ganz ehrlich einfach mal bauen und schauen, wie schaut das Teil überhaupt aus, beziehungsweise was bringt uns das Teil überhaupt? Also wir haben hier quasi wir haben hier quasi den Eingang in den U-Bahn-Bereich oder beziehungsweise den Tunnelbereich und da vorne ist dann dieser Ausgang mit Stufen wahrscheinlich. Ja. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Sogar die Rolltreppen sind animiert. Gut, dann werden wir jetzt einmal schauen, wie wir den hier unterbringen können. Jetzt werden wir den hier einmal nehmen. Dann schauen wir mal, wenn wir das Teil hier drehen. Ja, das ist wieder meine Lieblingsbeschäftigung, ist wieder das Ganze mit der rechten Maustaste zu drehen. Und nein, ich habe immer noch keine neue Maus. Jetzt schauen wir mal, wo kriege ich das denn am besten unter? Also wenn wir den hier in den Kreisverkehr reinbauen würden, dann wird das so ausschauen. Und das gefällt mir schon einmal gar nicht. Wahrscheinlich wird es eh wieder irgendein Bahnhof werden. Wo gehen die da überhaupt raus? Okay, ich sehe schon. Man könnte jetzt sogar sagen, wir platzieren das Teil so, gehen jetzt mal mit Steuerung H auf dieselbe Höhe wie dieser Node hier. Wie sieht das dann aus? Gar nicht so schlecht. Das mit den Bäumen gefällt mir überhaupt nicht. Damit könnte ich leben. Sogar, dass dieses Teil hier, ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, dass hier der Eingang ist und dementsprechend können wir das da so nicht lassen. Jetzt wäre natürlich eine Überlegung, dass wir sagen, hey, wir nehmen das Teil und setzen es da dran. Ich kann es leider immer noch nicht drehen, weil meine Maus immer noch defekt ist. Da würde es mir auch sehr gut gefallen. Ja. Aber dann haben wir halt eben da hinten das Teil und und einfach das nehmen und sozusagen hier, ja, das kann auch nichts. Ganz ehrlich, das kann eigentlich auch nichts. Und wenn dann hier da dieser Aufgang da so komisch dann aussieht, ich weiß nicht. Naja, das ist wieder jetzt mit Drehen.
Wenn wir das sagen, wir machen es einmal so. Wie würde das aussehen? Können wir da noch ein bisschen da. Das sieht zwar auch nicht so schlecht aus. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Es ist gar nicht so einfach, da ordentlich was zu basteln. Das ist dieser riesengroße U-Bahnhof. Bahnhofsknoten mit Übergang. Bau das mal ganz kurz, ja? Kurzen Moment, zack. Schauen wir sich das einmal an. Oh. Wow. Wow. Also das sieht ja auch richtig genial aus. Nur das ist halt eben nichts für die U-Bahn, das ist halt eben S-Bahn. Ja, da haben wir leider halt das Problem, dass wir das nicht verwenden können, weil wir das eben für die U-Bahn brauchen. Machen wir es einmal so, ne? Dann können wir es ein bisschen differenzieren. Das sieht doch auch gut aus. Wir könnten natürlich auch den gesamten Bereich hier, also diesen Parkplatz hier verändern. Nicht genügend gebildete Arbeitskräfte. Ja, das war mir irgendwie klar. Wobei, naja, 117, 176. Was wäre, wenn wir dieses Teil hier nehmen? Und einmal darüber schieben. So. Das mal da dran. Gefällt mir das eigentlich recht gut so. Was wir jetzt machen könnten, ist, dass wir sagen, dieses Gebäude auf dieselbe Höhe wie dieser Node. Ja, das ist auch okay. Dann sagen wir noch, dieser Node auf dieselbe Höhe wie der hier. Genau, und den gehen wir noch auf dieselbe wie den und dann sind wir ein bisschen tiefer. Ja, das passt. Ganz ehrlich, das passt. Und hier können wir jetzt tatsächlich noch das hier nehmen. Und ja, wobei, da haben wir ja eh schon eigentlich. Das bräuchte man gar nicht, weil da sind wir eh angeschlossen. Wir könnten jetzt sogar noch sagen, wir wollen das Teil hier da dran. Das Teil hier so. Das Teil hier so. Dann schaut das auch ein wenig besser aus. Ja, das lassen wir so. Gut, jetzt haben wir hier ein wenig Platz geschaffen und können uns tatsächlich um diese U-Bahn-Haltestelle kümmern. Was wäre, wenn wir jetzt sagen, wir gehen da mal ein Stückchen rüber und machen das so. Bauen das Ganze jetzt versuchsweise nochmal. Schauen wir uns das an. Das sieht eigentlich richtig cool aus. Es sind zwei U-Bahn-Stationen. Also das sind zwei U-Bahn-Linien, die wir hier Platz haben oder die Platz hätten. Ich möchte das aber einzeln haben. Unterirdischer kleiner U-Bahnhof.
Und ich kriege dich da heute noch drin. Ich weiß, dass ich dich da heute noch so hinbekomme, wie ich das möchte. Und zwar aus folgendem Grund. Nämlich, wir nehmen diesen Node hier mal weg. Mit Hilfe des Network Multitools. Genau. Jetzt können wir den Node hier schieben, das da rein. Ja. So. Können mit denen immer noch da in die Richtung gehen. Jetzt nehmen wir das Teil hier. Wandern da drüber. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier bei diesem Kreisverkehr die Situation haben, dass wir hier nicht rüberkommen. Ich nehme das jetzt einmal weg. Nehme das Teil hier. Jetzt hätten wir hier das. Das machen wir jetzt so. Das gefällt mir. Jetzt nehmen wir Standardstraße. Das hier. Gehen da entlang. Gehen da entlang. Und machen das so. Genau. Das ziehen wir noch ein klein wenig die Richtung. Dann hätten wir das hier. Jetzt müssen wir da selbstverständlich noch ein wenig nachjustieren. Und zwar müssen wir das hier ausglätten. Ja. Soll uns aber auch nicht stören. Dann glätten wir das hier einfach aus. Und was kommt jetzt zum Einsatz? Richtig, die Concrete-Platten. Davor nehmen wir aber noch das hier. Schließen das so an. Und holen uns jetzt die Concrete-Platten. Wie sind das? Müssen wir da ein bisschen anders arbeiten? Bis auf das mit diesem Weg hier. Gefällt mir das gar nicht. So geht's. Jetzt holen wir uns noch das Network Multitool bzw. den Node Controller. Schnappen uns das Teil hier. Und das machen wir auf 0. Das machen wir einfach ein bisschen breiter. Und dann klappt es auch mit dem Übergang.
Und wir haben hier die Möglichkeit, dass die einfach und schnell zu ihrem Ziel kommen. Das gehen wir dahin. Das gehen wir dahin. Und nicht, weil ich kein Freund von Bäumen bin, aber weil es mir einfach nicht gefallen, werden wir hier, da die Bäume, keine Bäume gefunden. Aha. Naja. Okay, dann müssen wir halt die Originalbäume da drin stehen lassen. Ist auch nicht so tragisch. Und können wir eigentlich, ja, bin ich zufrieden damit. Gut, da sollten eigentlich Schülern jetzt oder beziehungsweise jetzt schon Hochschüler drinnen lernen, studieren und dergleichen. Aber wir werden da noch nicht sich auf dem Erfolg ausruhen, dass wir das bisher geschafft haben, was wir geschafft haben, sondern wir brauchen dringend Gewerbe. Und da schauen wir jetzt einmal, dass wir das irgendwie hier unterbringen und gleichzeitig werden wir schauen, dass wir hier irgendwie eine Abfahrt runterbringen. Und dementsprechend werden wir da ganz einfach jetzt hier das machen. Und werden da mal sagen, einmal raus, Dankeschön. Und einmal da dran. Und dann werden wir hier, dann werden wir uns hier eine vierspurige holen. Optimal. Den Node werden wir ordentlich aufmachen. Dann werden wir sagen, von hier nach da. Zack. Das noch tun. Das hier. Das hier. Das hier. Und so. Dann können wir das hier auch. Jetzt holen wir uns noch den Traffic Manager. Na genau, sollten wir so machen. Dann sagen wir auch hier im Traffic Manager, sagen wir auch gerade. Gerade. Na. Ja, es wird bald Zeit, tatsächlich eine neue Maus zu kaufen. Optimal. Hier machen wir dasselbe. Zack. Dann hier dasselbe. Zack. Zack. Perfekt. Bitte noch die Stricheln dazu. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar Vorlagen dafür. Ja. Aber das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Okay. Könnte man sogar tatsächlich sagen, hey, wir wollen das ja auch so. Wow. Perfekt. Jetzt noch das hier. Und einfach, damit hier nicht irgendwas passiert, noch so. Und dann ist das erledigt. Super. Das werden wir noch verändern. Aber vorher möchte ich ganz gerne noch eben sagen, tatsächlich
mit dem Netzwerk-Multitool von hier nach da. Dann schauen wir, was sich da tut. Ja, das ist cool. Das lassen wir so. Können wir hier... Natürlich könnte man jetzt sogar sagen, wir wollen das hier, aber als Brücke. Noch schlimmer. Wobei, das schaut schon gar nicht so schlecht aus. Ja, das können wir auch lassen. Dann werden wir hier noch ein wenig. Ja, warum eigentlich nicht? Wir werden jetzt noch das hier nehmen. Node Controller hier dran. Ein bisschen auseinanderziehen. Hier auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Dann klappt es. Und wir haben auch hier jetzt eine Abfahrt zur Autobahn. Das ist noch ein bisschen suspekt hier. Weil da passt die Höhe noch nicht ganz, oder? Ich denke, die passt noch nicht. Gut, auch kein Problem. Wir holen uns die beiden Nodes, bringen sie auf dieselbe Höhe wie den hier. Den auf dieselbe Höhe wie den hier. Das passt. Jetzt müsst ihr irgendwo dann diesen Sprung geben. Ja. So, dann machen wir das so und so und gehen alle auf dieselbe Höhe wie der hier. Dann sieht das hier richtig gut aus. Wow! Okay. Und jetzt machen wir mit Hilfe des Network Multitools von hier nach da. Dankeschön. Und von hier nach da. Schauen sich das an. Und dann klappt doch das. Und da wir ja heute keine Infrastruktur-Autobahn-Folge haben, werden wir da jetzt auch schon aufhören. Wichtig ist einmal, dass es funktional ist und das ist es aktuell. Da könnte man jetzt eigentlich sogar sagen, wir wollen gerne dich. Na, wir wollen eigentlich gerne von hier nach da. Ganz ehrlich, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will diesen Node dann doch auf dieselbe Höhe mit den hier haben. Ja. Und hier müssen sie sich halt jetzt was einfallen lassen. Und zwar mit dem Node Controller von hier nach da. Ja, das passt. Das lassen wir so. Jetzt haben wir schon mal eine Abfahrt auch von dieser Richtung, aber immer noch keine Möglichkeit. Also sie können jetzt hier abfahren, sie können jetzt hier abfahren. Was jetzt noch richtig, eigentlich, was fehlt uns noch? Oh, eigentlich nichts. Doch, fehlt uns. Weil von oben kommend können sie noch nicht abfahren. Man könnte jetzt natürlich sagen... dass wir hier einfädeln.
können Sie von hier auch runterfahren, weil da geht es nur so, da geht es nur so. Würden die dann eigentlich schon in die Richtung, ja, das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Gut, wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten und die schauen wir sich jetzt an. Was haben wir denn eigentlich für moderne Gebäude? Museum, Wohngebiet Wahrzeichen, Bürogebiet Wahrzeichen, Gewerbegebiet Wahrzeichen, das dürfen wir gar nicht. Einkaufszentrum versunkener Platz, was brauchen wir? 500 wöchentliche Touristen in einer Fußgängerzone. Schatzsuche. Ah, okay. Könnte man natürlich da auch dran setzen. Aber dann haben wir da wieder das Problem, dass das so aussieht. Da würde ich sogar sagen, dass mir das hier gar nicht so schlecht hier gefällt. Dieser versunkene Platz, da gleich im Hintergrund von der Schule. Das lassen wir so. Da machen wir noch was. Und zwar, wir erweitern heute dieses Gebiet da dran. Genau. Optimal. Ah, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ah, I'm so sorry, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das mit dieser Straße, da habe ich, ja, das... Die Straße hier, die bleibt so. Genau. Und da holen wir sich das hier. Breite Straße ja, aber genau das noch so. Das ist in Ordnung. Das Einzige, das ich eben gerne haben möchte, ist diese breite Straße hier. Genau. Die geht dann hier in diese Straße über. Dann haben wir hier den Sammler. Und hier die kleinen Straßen. Und da machen wir jetzt auf jeden Fall einmal geschwindigkeitstechnisch. Können wir hier gerne den 60er machen. Genau. Und hier machen wir die 30. Außen herum und in diesen kleinen möchte ich ganz gerne, dass es nur 30 ist. Das passt. So. Hier noch und hier noch. Und hier noch. Perfekt. So, jetzt müssen leider die Bäume wieder weg, aber keine Sorge, die kommen wieder. Und jetzt würde ich ganz gerne hier
was ausprobieren. Hoppla. Okay. Hier haben wir die S-Bahn und die U-Bahn. Die U3 hört hier auf. Ich will aber die U3 hier nicht drüber verlängern, sondern ich will hier eine neue U-Bahn-Haltestelle machen. Also zuerst brauchen wir mal natürlich die U-Bahn-Station. U-Bahn-Haltestelle hier. Kommt da mal definitiv da dran. Jetzt beginnt wieder das Problem. Das ist leider nicht sanft genug drehen kann, weil meine rechte Maustaste spinnt. Aber die spinnt ja gewaltig, komme ich gerade drauf. Na, jetzt geht's gerade wieder. Ah. Never change a running system. So, ich baue dich da jetzt her. Hol mir mit der Move-It-Mod. Danke. Wähl dich mit der Move-It-Mod aus. Hoppla, und dreh das Ganze da mal rauf. Nein, was mache ich heute? Heute ist nicht wirklich mein Tag. So, dann kommt hier eine Haltestelle hin und dann dreht sich das gute Teil und dann kommt tatsächlich hier eine Haltestelle hin. Ja. Nicht so einfach. Okay, dasselbe in grün. Und zwar, wir nehmen die Move-It-Mod, schalten in den Tunnelmodus, wählen das an und ich drehe es mit den Pfeiltasten, sonst sind wir da morgen noch nicht fertig. Na. So. Und dann darf das Teil hier. Na, was wäre, wenn wir es. Was wäre, wenn wir. Das so machen? Und das so hinsetzen. Optimal, oder? Das lassen wir so. Ja. Das lassen wir so. Das Krematorium heizt fröhlich vor sich her. Gut, dann machen wir da mal die Verbindung. Und zwar genau dich brauche ich. Tunnel. Von hier. Na, Moment einmal. Ich brauche das hier. Ich brauche Verbindung erstellen. Von hier nach da. Also nach da.
da nach da. Gehen wir gerade nach vor. Hier ebenfalls gerade nach vor. Ziehen das so. Optimal. Das ist jetzt ein Spaß, oder? Das ist echt kacke, was ich da gemacht habe. Also nochmal von hier. Wir gehen da rüber. Machen das so. Wir machen das so. Na, genau. Und so kaufen wir das. Dann haben wir das hier verbunden. Und jetzt von hier nach da. Können wir da noch ein wenig... Ja, das passt. Das machen wir so. Und dann ist das auch gekauft. Und das sieht richtig cool aus, was ich da jetzt gebaut habe. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich werde der Sache gleich auf den Grund gehen. Genau. Wir schließen die beiden wieder zusammen. Holen uns wieder das Teil hier und gehen auf Verbindung und sagen von hier nach da. Dankeschön. Ja, das ist okay. Da machen wir dasselbe. Das machen wir so. Und dann kaufen wir das Teil und jetzt kriege ich aber gleich die Krise, weil ich schon wieder vergessen habe, umzuschalten. Tunnelmodus aktivieren. Verbesserung des Typs nicht möglich. Ja. Perfekt. Also, wenn einmal der Wurm drinnen ist, dann ist der Wurm drin. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich nehme die Folge heute am Freitag auf und ich bin gerade nach einem 25-Stunden-Dienst nach Hause gekommen. Also, mea culpa, aber ich glaube, ich darf ein wenig desorientiert sein. Und wenn du, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, desorientiert sein, und wenn du jetzt sagst, naja, dann hältst du dich hingesetzt und entspannt, na, es wäre so schön, ich gehe dann bald wieder arbeiten und das Ganze wieder 25 Stunden. Ja, aber das ist mein kleines Problem, das mich die nächsten paar Tage begleitet und soll nicht zu deinem Problem werden. Und dementsprechend möge man es mir bitte nachsehen, wenn ich jetzt gerade richtig den Wurm drin habe. So, ich brauche V. Ich brauche B. B. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr weg. Jetzt ist es komplett so. Wenn ich jetzt nur auf B drücke, dann kriege ich es weg. Passt. So, dann bauen wir das noch einmal. Da haben wir es jetzt eh schon fertig. Also, U-Bahn, U-Bahn-Schienen, U-Bahn-Tunnel, Network-Multitool,
Verbindung erstellen. Beginnend hier nach da. Dankeschön. Ein wenig auseinanderziehen. Ja, das ist okay. Ein wenig auseinanderziehen. Das ist zu viel. Ah, da war's. Ja, das sieht auch gut aus. Nehmen wir. Gekauft. Und jetzt klappt es auch mit dem Tunnel. Vielen Dank, liebes Spiel. So, dann haben wir noch einen Baum, der muss weg. Und dann hätten wir ehrlich gesagt schon einmal das hier. Und da haben wir auch ein neues Stadtentwicklungsgebiet. Und man sieht, hier tut sich was. Und man sieht auch, hier tut sich was. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist schon einmal im Vorfeld angeben, wo kommen denn überhaupt die Stationen hin? Und zwar würde ich dann ganz gerne eine Station. Also ich würde ganz gerne mehr Stationen, aber ich würde ganz gerne hier mal... Kann ich dich ganz langsam drehen? Nein, kann ich nicht. So. Also ich verspreche, dass ich mir demnächst eine neue Maus zulegen werde. Weil das ist auch schon gerade richtig nervig. Dann nehmen wir das Teil hier, weil dann dreht sich das in die Richtung. Ja. Dann holen wir uns nochmal den Node-Controller. Machen das... Ja, das sieht komisch aus irgendwie, gell? Also das sieht doch wirklich komisch aus. So, dann holen wir uns nochmal das hier. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik, oder? Ja, das passt schon. Wir haben hier mal eine Haltestelle. Jetzt könnte man natürlich so frech sein und sagen, ja, eigentlich könnten die ja auch, wenn sie wollen, hier einen Anschluss bekommen. Das heißt, wir nehmen das weg, nehmen das Haus, sagen, passt, ist ein historisches Haus. Nehmen jetzt nur dieses Haus, ziehen das darüber. Dann sagen wir, du bist auch ein Haus. Du bist auch ein historisches Haus. Wir nehmen auch dir deine Fläche weg, nehmen das Haus, ziehen dich darüber, drehen dich ein wenig. Genau. Und sagen dann hier, okay, du bekommst auch einen U-Bahn-Anschluss. Haben wir hier irgendwo eine Bushaltestelle? Da unten haben wir eine Bushaltestelle. So. Und jetzt haben wir hier eine... Hier haben wir das hier. Dann... Das hier. Könnte jetzt natürlich sagen, wir machen das dorthin. Dann gibt es auf beide Seiten einen U-Bahn-Abgang. Das machen wir auch. Einfach weil es mir gefällt es einfach so besser. Aber das gefällt mir natürlich wieder nicht. So, zack, zack, ein bisschen auf die Seite schieben. Dankeschön, das ein bisschen auf die Seite hier schieben. Ja, ich habe mich jetzt bewusst für diese Haltestellenmodelle entschieden,
Die werten wir dann sowieso noch gemeinsam auf. Wenn das jetzt noch ein bisschen so auseinanderziehen, dann schaut das auch besser aus. Und jetzt zum Abschluss, beziehungsweise zum beginnenden Abschluss, werden wir hier noch das hier machen. Dann haben wir das. Da, die haben eher einen eigenen Abgang. Dann das. Dann haben die hier auch eine Möglichkeit, zur U-Bahn zu gelangen. Und dann ist das hier auch schon etwas schöner angeschlossen. Gut, und jetzt möchte ich noch auf jeden Fall versuchen, Wahrzeichen, Tourismus und Freizeit. Dazu haben wir schon. Hotel Zauberberg brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ein NKD. Rudis Beisel brauche ich auch nicht. Wobei Rudis Beisel, warum eigentlich nicht? Rudis Beisel, das ist doch richtig cool. Das stellen wir da einfach zu. Wo können wir das hinstellen? Ah, das müsste man. Hey, warte, Moment mal. Wie wäre es, wenn wir. Das kriegen wir hin. Ich nehme dich jetzt, drehe dich darüber. So, jetzt muss ich dich natürlich drehen. Ah, ich finde das gerade richtig cool. Steuerung H auf dieselbe Höhe wie dieser Node hier. Vielen Dank. Und dann ist das da einfach. Ich erwische es nicht mehr. Ich erwische es einfach nicht mehr. Genau. Ganz vorsichtig versuchen zu drehen. Lässt sich nicht besser drehen, aber ich denke, das kann man durchaus hier so stehen lassen und passt eigentlich perfekt hinein. Und für alle, die sich jetzt oder nicht der österreichisch-wienerischen Sprache mächtig sind, was ist ein Beisel? Ein Beisel würde man in Deutschland als Kneipe bezeichnen und ein Beisel ist ganz einfach meistens irgendwo in irgendwelchen Ecklokalen angesiedelt und ja, dort gibt es dann halt ordentlich was zu trinken. Für die Leute, die gern ordentlich was trinken. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar, ich würde noch ein bisschen mehr versuchen, das Ganze aufzuwerten. Ah, das. Wenn ich das hier schon sehe, wo ist es jetzt? Ah, es kommt bald wieder die Weihnachtszeit, ne? Das ist wieder unsere Weihnachtsmarktdekoration. Diese Skyland Mall, die würde mir auch recht gut gefallen. Das Problem ist halt nur, dass wir hier, ja, dass wir halt hier eben das Problem haben, dass hier eine Mall nicht wirklich brauchen kann. Das ist der Hintereingang von dieser Skyland Mall. Und man könnte es schon platzieren. Und hier hätten wir dann die U-Bahn-Station. Ja. Da muss was Besseres geben. Was haben wir denn hier Schönes? Na.
Wir haben so viele schöne Gebäude, aber nichts, was ich jetzt irgendwie akut verwenden könnte, um zu sagen, wir großes Einkaufszentrum. Genau. Da haben wir schon eins. Setzen wir da jetzt hin. Na bitte. Das passen wir da jetzt rein. Das passt sogar irgendwie zu diesem Platz hier. Direkt an der Uni. Gefällt mir. Ja, das ist in Ordnung. So. Und dann würde ich hier ganz gerne noch Folgendes tun. Und zwar... Beziehungsweise, nein, Moment. Ah, das war jetzt ein Fehler. Das wollte ich jetzt gar nicht. Sondern wir haben ja hier... Dann haben wir ja hier genau diese Gebäude hier. Das war jetzt natürlich genau das, was ich unbedingt haben wollte. Das sind die Modern City Center. Kriege ich hier eigentlich... Rein technisch gesehen, wenn ich jetzt hier sage, ich will nur hier in diesem Bezirk Stile haben und dann will ich hier Modern City Center. Und ich gehe auf Save. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich, wenn ich hier sage, will das haben, müsste ich nur diese Gebäude hier bekommen. Theoretisch. Na, das machen wir nicht so. Das machen wir, gehen wir weg. Das ist die Frage. Kriege ich es oder kriege ich sie nicht, diese Gebäude hier? Nichtsdestotrotz wären wir jetzt eine neue Linie machen. Und zwar von hier nach da, darüber und zurück. Und tatsächlich, U-Bahn-Linie 4, und tatsächlich wird das die U4. Und da tun wir gleich mal Fahrzeug entfernen, dann tun wir hier mal Fahrzeug hinzufügen. Und zwar brauche ich nur die... Genau, die hier. Zack. Da schicken wir mal zwei Stück auf die Reise. Tatsächlich ist es diese Farbe hier, werde ich haben. Ja, die grüne Linie. Und so lassen wir das einmal. Und dann soll hier die U-Bahn in Ruhe vor sich hin fahren. Nimmt hier die Leute schon mit, bringt sie hier rüber. Wie sieht das jetzt aus? Ja, das sieht gut aus. Modernes Einkaufen. Richtig cool. Und zum Abschluss ist noch irgendetwas... Toronto City Hall passt auch hier rein, kommt auch hier rein und zwar genau da drauf. Dann haben wir so ein bisschen, wow, das wird, das gefällt mir. Dieses Gebiet wird definitiv ein modernes Stadtentwicklungsgebiet, hat mittlerweile einen U-Bahn-Anschluss und zwar drei U-Bahn-Stationen. Zukünftig wird die U-Bahn verlängert werden. Wo genau hin und wie, schauen wir sich in einer der nächsten Folgen an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ja, ordentlich was weitergegangen. Meine
Ja, neues Stadtteil wächst. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.